Hallo, ich begrüße euch. Ich bin Sabine Schumacher und die Begründerin von den Tarasholz Barfußsandalen. Ja, ich möchte euch gerne ein bisschen was darüber erzählen. Die Tarasholz sind Huarache-Sandalen, die ursprünglich von den Tarahumara-Indianern in Mexiko entwickelt wurden. Das sind die sogenannten schnellsten Läufer der Welt, bekannt auch aus dem Buch Born to Run. Und ja, ich zeige euch einfach mal, um was es hier geht. Das hier sind meine Outdoor-Sandalen, die sind jetzt auch schon sehr stark in Benutzung. Und ja, ursprünglich werden die aus alten Autoreifen hergestellt. Und die waren mir natürlich viel zu schadstoffbelastet und auch viel zu fest, weil es geht ja um Barfußgefühl. Das heißt, die sind wirklich in jede Richtung flexibel. Man kann sie so zusammenrollen. Sie haben kein Fußbett, was auch ganz wichtig ist für Barfußschuhe. Also der Fuß ist sehr, sehr flach. Sind auch geeignet fürs Vorfußgehen oder Laufen. Das wären jetzt zum Beispiel ein Modell, mit dem man richtig gut wandern könnte oder auch läuft, in die Berge geht. Und es hat eben sehr starke Benutzung schon. Hier, das sind die Outdoor-Sohlen, die haben schon einiges mitgemacht. Und wir haben auch ein Modell entwickelt aus Walnussschalen. Also wir verwenden recycelbare Materialien. Nachhaltigkeit ist für uns wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die halten sehr lange, weil wir Vibram-Sohlen verwenden. Und alles, was man zwischendurch mal austauschen muss, ist dann, sich vielleicht einmal im Jahr einen neuen Senkel reinzuziehen. Deshalb ist es eben auch sehr nachhaltig und produziert sehr wenig Müll. Ja, das war uns eben am allerwichtigsten bei der Entwicklung dieser Sandalen, dass es ja nachhaltig ist. Und diese Sandalen sind für Menschen, die wirklich gerne in die Natur gehen, natürlich auch für Städter geeignet. Deshalb haben wir eben auch die Asphaltmodelle entwickelt. Und auch für Menschen mit Fuß-, Gelenk- und Rückenproblemen werden die Sandalen auf den Fuß angepasst. Das heißt, wir schauen auch wirklich ganz individuell, was jeder braucht. Wenn man zum Beispiel gerade akuten Fersensporn hat, dann bekommt man hier zwischen die Sandalen, also zwischen Sohle und Oberschicht, noch eine, das ist jetzt hier der rote Strich, das ist die Aerosorb-Schicht. Die stellt sich immer wieder auf und das vermittelt wirklich das Gefühl, als wenn man wie auf Moos läuft. Ja, und das ist eben sehr geeignet, auch wenn man Fußsohlenentzündungen hat oder Fersensporn. Ihr wisst ja selber, wir machen auch Seminare zum Barfußgehen, zum Ballengang. Da geht es einfach darum, wieder in die aufrechte Körperstatik zu kommen, wo sich dann wirklich ja auch die Organe und die Füße wieder von selbst regenerieren können. Das ist eben das Wichtigste bei uns. Ich selber bin seit 16 Jahren Heilpraktikerin und habe eben dieses Konzept entwickelt für Menschen, die ja, sich gerne bewegen oder die auch momentan Probleme haben, ja, zurückzufinden zu der natürlichen Bewegung. Ja, also Menschen mit Fuß-, Gelenk- und Rückenproblemen, für die ist unser Konzept total genial. Und ja, ihr könnt euch gerne melden. Das Ganze funktioniert so, ihr schickt euren Fußabdruck, ihr zeichnet den Fuß auf ein Blatt Papier. Dazu haben wir auch einen Film für euch. Und dann schickt ihr uns das als PDF oder auch per Post. Sucht euch eure Lieblingsfarben aus, sucht euch eure Lieblingssenkel aus. Wir haben verschiedene Sohlenstärken, verschiedene Sohlenbeschaffenheiten. Und ja, ihr schickt uns die einfach zu. Und ja, nach ungefähr 5 bis 7 Tagen, je nach Wartezeit, bekommt ihr die dann ganz bequem nach Hause geschickt. Ja, und dann könnt ihr einfach anfangen, barfuß zu gehen oder wie gesagt, geschützt barfuß zu gehen mit den Tarasholz Barfußsandalen.